Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play History mit dem Jan und einer weiteren Folge hier in unserem Strategic Command World War II War in the Pacific Playthrough der großen Kampagne. Ja, wir sehen hier unsere Trägergruppe oder Trägergruppen, muss man ja sagen, korrekterweise Enterprise, Intrepid, die Yorktown und der Geleitträger Bellowood sind hier dabei und unterstützen den Angriff der 7. US Marines Division, unterstützt auch noch zusätzlich von der 148. Feldartillerie. Und da kommt auch noch mehr. Die Panzer sind im Anmarsch. Dafür müssen wir allerdings erstmal einen Hafen sichern. Das habe ich etwas übersehen. Aber wir haben hier schon die nächste Marinedivision, die das gegebenenfalls klären kann. Ich muss mal gucken, nächste Runde, wie weit die überhaupt kommen. Vielleicht machen wir mit den Panzern auch eine längere Tour hier. Mal gucken. Auf jeden Fall sehe ich gerade, wir haben hier noch das U-Boot liegen. Das schicken wir natürlich weiter in gen Süden. Ich hätte es wahrscheinlich auch kreuzen lassen. Ne, es hatte keine Versorgung. Und Versorgung können sie nicht kreuzen. So, habt ihr schon wieder Versorgung aufgenommen? 2 Supply. Das reicht nicht mal, um hier in den Hafen zu kommen. Wo wir aber übrigens noch verstärken können. Hatten wir das hier schon gemacht? Auch nicht. Ja, schaut mal, so. Kleine Details übersieht man dann doch immer mal noch. Gut, dass wir hier am Ende der Runde oder ich am Ende der Runde hier nochmal reinschaue. Also die Special Forces müssen nächste Runde hier raus, falls sie nicht noch eine Verbesserung bekommen können. Dann haben wir hier unsere andere Gruppe, große Gruppe mit dem Großteil der Flotte ein. Ja, wir haben unsere Flotte ja aufgeteilt. Ein Teil hier drüben. Der allerdings eigentlich ziemlich schwach auf der Brust ist, muss ich mal sagen. Wir haben nur die Iowa hier als Battleship, Super Battleship auch noch. Gut, die Briten sind hier, aber die sind ja entgegen aller Annahmen doch sehr schwach, was die Marinetechnologie angeht. Das heißt dann im Fazit eigentlich, die amerikanische Hauptflotte liegt hier drüben, auch wenn sie weniger Trigger dabei hat. 3 Trägergruppen, Saratoga, Essex und Bunker Hill, die hier den Angriff auf Eniwetok unterstützen gegen die 1st Maizuru Special Forces. Ja, die werden angegriffen hier im Wechsel von der 5. und 8. Ich hoffe, dass das nächste Runde sich hier mal endlich erledigt hat und wir weiter Richtung Saipan, Tinian und Guam vorstoßen können. Ich meine, da ist auch noch immer das hier noch dazwischen. Wahrscheinlich sollten wir uns dann erstmal hier um Druck kümmern. Ich weiß gar nicht, wie heißt das Atoll? Gibt es da bestimmt auch einen eigenen Eigennamen? Naja. Gut. Was kommt hier noch? First Mechanized. Die erste Marinedivision, also Marineinfanteriedivision. Das ist die 1st Mechanized. Haben wir Truppen noch an der Küste? Nein. Das heißt, alles ist in Bewegung. Fortschritte haben wir ja hier ganz gute gemacht. In Thailand stoßen jetzt nach Vietnam rein. Eine einzige japanische Einheit ist hier noch in Thailand übrig geblieben und verteidigt Sukhothai. Ja, Bomber und so weiter sollten ja keine große Gefahr mehr sein. Also hier werden wir relativ schnell, nehme ich an die Küste vorstoßen, hier die Häfen nehmen und dann von hier aus damit beginnen, die Invasion auf den Philippinen zu unterstützen, beziehungsweise uns eigentlich auch gewissermaßen schon auf die Landung in Okinawa, Nagasaki und so weiter auf den japanischen Heimatinseln vorzubereiten. Ich sehe gerade, wir haben hier noch das britische Ruder. Also ich habe tatsächlich hier einiges übersehen. Schafft es allerdings nicht ganz, den Kreuzer zu versenken. Ich würde es tatsächlich mal hier noch auf der Route liegen lassen. Qingdao haben wir ja auch schon genommen. Wenn wir hier irgendwie durchbrechen könnten und Dai Ren nehmen, das wäre natürlich auch sehr, sehr stark. Denen geht's gut, die bleiben da, beziehungsweise ich kann sie ja tatsächlich mal woanders hin schippern, um den Gegner zu verwirren. Das muss ich versorgen. Dann haben wir jetzt, glaube ich, aber alles getan.
getan, was zu tun war, oder? Ich schippere die Jungs mal hier rein in den Hafen. In der Hoffnung, dass sie da ein bisschen mehr Supply bekommen. Das muss nächste Runde verstärkt werden, die Tally-Ho-Gruppe. Hier können wir noch nicht verstärken. Ja. Schau mal, wir haben noch Marine-Bomberangriffe, aber die kommen halt da wieder nicht hin. Da wäre es jetzt wichtig gewesen, wenn wir Brunei eingenommen hätten, was ja vielleicht auch generell wichtig ist, um diese Versorgungsrouten hier zu kappen. Doch nochmal auf Borneo zu landen und Sarawak und britisch Nordborneo einzunehmen. Da scheinen ja auch nur Garnisonen drin zu sein. Allerdings, ja gut, das können wir vielleicht machen tatsächlich, sobald wir hier Manila genommen haben. Während die Infanterie und so weiter sich hier noch vorbereiten auf die Landungsoperation, dass wir die Trägergruppe mal zurücknehmen und diese Invasion hier entsprechend unterstützen. Borneo gilt immer noch als besetzt, sehe ich das richtig? Axis occupied. Ja, scheinbar, ne? Mal ganz kurz was schauen. So. Okay, ich glaube, dann können wir in die nächste Runde gehen. Diese Angriffe möchte ich nicht machen. Wie viel Versorgung kriegen die hier noch? Einen. Sollte aber durch die Belagerung eigentlich nächste Runde bei Null sein. Ja, das Hauptquartier. Gut, müssen halt verhindern, dass es irgendwie Luang Prabang einnimmt oder irgendwelche anderen Städte. Aber im Notfall schicke ich da eine Garnison drüber oder sowas. Die kommen hier leider nicht so richtig weg. Wegen der fehlenden Bewegungspunkte, weil sie keine Mobilitätsverbesserung haben. Das hier unten müssen wir auch noch loswerden, aber ja. Gut, gut. Punkte technisch, wie war das jetzt bei nationalistischen China? Sehe ich gerade, haben wir noch sehr viele Punkte. Warum habe ich die noch nicht ausgegeben? Habe ich das für unnötig befunden, eine weitere Armee zu rekrutieren? Oktober 44, das ist ja sogar schon relativ bald. Mach das bitte. So, jetzt aber in die nächste Runde. Die Befreiung von Qingdao stärkt die chinesische Moral. Die japanische leidet entsprechend darunter. Auch unter dem Verlust von Hanoi. Die Alliierten befreien Indochina, was später Vietnam wird. Philippinische Partisanen unterstützen jetzt unseren Angriff. Sie werden zum Teil geführt von US Colonel Wendell Furtick. Hervorragend, hervorragend. Ja, dafür hatten wir ja MPP, wer sich erinnert, investiert. Und sobald man Einheiten in der Nähe von Manila hat, würden die dann entsprechend sich erheben. Stalin weist mehr Ressourcen für die sowjetischen Streitkräfte im Fernost zu, okay. Französische Kolonialtruppen greifen die Japaner in China an. Oh, französische Einheiten. Hallo. Das ist ja sehr spannend. Drei französische Korps hier bekommen. MacArthur erklärt. Ja, bei der Güte des Allmächtigen und so weiter und so fort haben unsere Truppen wieder philippinischen Boden betreten. Das hatte er ja verloren oder unter seinem Kommando wurde es verloren. Und die Achse erleidet eine schwere Niederlage, während die, oder dadurch, dass die Rote Armee die Operation Bagration startet. Bagration heißt, ist es, glaube ich, korrekt ausgesprochen im Russischen. Long Range Aircraft Level 4 und Amphibious Warfare 4 bei den Amerikanern. Ground Attack Weapons 1, Logistik 2 bei den Chinesen. Amphibious Warfare 2 bei Australien und Neuseeland.
Ja, Nanjing wird verstärkt, aber ist auch belagert natürlich. Also da müsste die Versorgung jetzt auch jede Runde schlechter werden. Wir sehen, dass hier sind hauptsächlich noch Unterstützungseinheiten, die können auch nicht viel beschicken. War das gerade ein Angriff taktischer Bomber? Die sind ja weit geflogen. Kamikaze-Angriff auf die leichten Kreuzer hier. Oh, das hat weh getan. Kann sein, dass ich die nochmal runternehmen muss von der Insel, wenn das geht. Und das U-Boot hat sich jetzt verdünnisiert. Na gut. Ist nochmal davon gekommen. Mp haben die Japaner verloren durch unsere U-Boote. Leichter Kreuzer wurde entdeckt. Garnison auf Guam. Ja, ein Korps in Kochi. Und die Briten kriegen zwei Zerstörergruppen. Naja. Ist irgendwie auch nicht mehr die Welt. Second Mechanized bei den US-Amerikanern. Dann haben wir hier die Garnison, hier haben wir die First Mechanized, bitte per Kreuzen gen Westen düsen. Etwas riskant hier im Bereich Palau, weil wir natürlich da keinen Gleitschutz haben. First Marine Parachuters, könnte man überlegen, hier anzulanden und dann gegebenenfalls auf Taiwan zu landen und von da aus nach Okinawa weiterzuspringen. Von daher würde ich denken, dass wir hier erstmal weitermachen sollten, bevor wir die in Bewegung setzen. Aber bevor wir da hinkommen überhaupt, geht es hier erstmal weiter. Ja, die können alle noch Reichweiten-Upgrades und so bekommen, das ist ja klar. Und damit wurde die japanische Einheit endlich zerstört. Ja, sie haben natürlich wieder Verluste bei der Landung erlitten. Wie es halt so ist. Wir können mit dem Angriff hier unten weitermachen. Wie weit können die sich bewegen? Kannst du bis da fliegen? Nee, ne? Nicht ganz. Ah, ganz knapp. Reicht's nicht? Kann ich? Ach, das ist ja gar kein... Oh je, das ist, sind gar keine Special Forces. Ich fürchte fast, ich habe sie dem Untergang geweiht. Für Versorgung haben die da 5. Ja, man müsste die Häfen und das Ding angreifen, ne? Leider nehmen die halt immer Verluste, wenn ich direkt den diese Häfen damit angreife, zumindest die normalen Schlachtschiffe. Ja, von da aus können sie gar nicht. 2 da jetzt verloren zum Beispiel, das ist schon schmerzhaft. Okay, die haben den Schaden ausgewichen. Mit meinem Torpedobootschirm hier mal nachziehen, damit die Träger nicht ganz isoliert sind. Weil ich manchmal ja das Gefühl habe, dass die KI sowieso Bescheid weiß. Tut sie wahrscheinlich auch. Wie weit müssen wir denn bis hier auf jeden Fall? Nun ja, ich denke, da können wir hier beide auf Amphibious Transport. Das Ding ist halt, dass die versorgungstechnisch nicht gut drauf sind. Alle beide nicht. Hatte ich noch
Ja, das waren die, die gelandet sind. Okay, dann gab es da erstmal niemanden mehr. Dann haben wir dieses Korps. Soll das auch noch Amphibious Transport machen oder richtigen Transport? Schwer zu sagen. Ich mache auch mal Amphibious, auch wenn das leider dann immer sehr lange dauert. Das ist jetzt die nächste Frage. Die Garnison geht erstmal da rein. Die Kanga Force. Was könnt ihr für ein Upgrade bekommen eigentlich? Infanterie, Waffen, Mobilität. Ja, dann holt euch das, bevor wir mit euch weitermachen. Dann muss ich nochmal überlegen, wo die jetzt eigentlich genau hin sollten. Das U-Boot hat auf jeden Fall hier wieder Nachschub aufgenommen. Man kann entsprechend direkt wieder ins Einsatzgebiet verlegt werden. Das hier ist jetzt einigermaßen mobil, kommt hier zurück, holt sich den Nachschub. Die First Tanks kämen bis da oben. Die Frage ist, gab sie frei oder nicht? Wäre frei, wenn man da landen wollte. Ja, der Angriff ist so mäßig gut. Die kommen hier gar nicht mal weg. Wow, okay. Wir müssen auf jeden Fall mit den Trägern unterstützen. Gleiches gilt aber eigentlich auch für Manila. Ah, ich bin hin und her gerissen. Okay, schon mal einen Schaden in Manila ausgerichtet. Das ist schon mal ganz gut. Warum könnt ihr nicht striken? Ist es weiterhin verbuggt? Strikes 2. Bomber. Weiß nicht, das hatte ich doch letzte Runde schon, das Problem, dass er die nicht losschickt. Also irgendwie ist die Enterprise leider unbrauchbar geworden. Also ich meine, ich kann sie natürlich auf. Ach! Ja, die haben ja auch null Flugzeuge. Moin. Ja, moin. Hier können wir noch nicht landen, weil die Stadt noch nicht bei 5 ist, ne? Ach, der Hafen zählt auch noch als feindlich kontrolliert. Haben die den nicht automatisch eingenommen dadurch? Ist ja auch faszinierend. Dann werde ich die Panzer mal hier. Oh mein Gott, 6 Verluste. Die Panzer da zumindest mal zwischenparken. 6 Verluste bei der Landung. Wollt ihr mich veräppeln eigentlich? Oh, ich hätte natürlich hier noch mit der Artillerie vorher schießen sollen. Nur ein Schaden. Was haben die denn überhaupt hier? Reichweite 4 oder was? Was sind das immer noch mal? Muss ich mal eben gucken. Flugzeuge, Flugzeuge, Flugzeuge. Wo habe ich Flugzeuge? Irgendwo hier habe ich doch Flugzeuge hier. So, kann ich nicht upgraden. Hier. Um das mal zu gucken. Long Range haben sie 4, ja. Das sind dann wahrscheinlich taktische Bomber und oder halt Bodenangriff und Marineangriff. Okay. Und ich wundere mich, warum die. Und die haben gar keine Flugzeuge mehr. Ja, logisch, dass sie da nicht angreifen können. Okay, theoretisch brauchen wir hier gegen Davao noch eine Einheit. Gegen Manila die Panzer dann. Die vierten Marines. Lande ich die jetzt hier unten noch an? Oder bringen wir die gegen Manila zum Einsatz? Glaube, Manila ist wichtiger. Natürlich auch sofort wieder Verluste genommen, ist ja klar.
Ist ja klar. Die Jäger verlegen wir mal direkt auf die Philippinen, falls die Kamikaze hier irgendeinen Unsinn machen wollen. Die 6. Marines. Schicken wir hier zur Unterstützung. Wir haben zum Glück nur einen verloren. Ich werde tatsächlich trotzdem angreifen, auch wenn die Voraussicht hier schlecht ist. Mit denen aber nicht. Aber ich will das hier belagern und das ist ja damit eingetreten. So, MacArthur, my dude. Bitte mach dich denn auch mal auf den Weg in Richtung Philippinen, um deine Einheiten hier zu koordinieren. Was haben wir hier? Blamey Headquarter. Hier sind die britischen U-Boote. Sturdy Headquarter. Damit haben wir jetzt Osthafen unter Kontrolle. Wir müssen das Hauptquartier. Das kann hier nur. Supplies erst bei 4. Och man. Supply 0, oh Gott. Ja. Ich würde sagen, sie brauchen Blamey auch noch zur Unterstützung. Aber eigentlich möchte ich die ja zusammen mit der Kanga Force in dem Bereich hier einsetzen, ne? Brunei und Kuching. Müsste ich halt mal. Oh, guck mal, hier ist ein U-Boot. Wahrscheinlich das U-Boot. Nicht versenkt. Hä, strategischen Bomber wollen nicht, oder was? Scheinbar nicht, okay. Gut, Belagerung von Singapur ist damit in Kraft gesetzt, auch wenn wir da genauso wie überall sonst Supply-Mangel haben. Wir haben zu wenig Hauptquartiere. Leichte Kreuzer ist wieder einsatzbereit. Hier so hin. Hier haben wir noch den Träger, der übrigens das U-Boot angreifen kann. Nein. Nein. Also, der britische Träger, der macht mich fuchsig, muss ich mal sagen. Der hat irgendwie noch nicht viel geschickt. Jawohl, haben wir das Hauptquartier endlich ausgeschaltet. Sehr gut. Allein für den Moralboost war das ja schon wichtig. Okay. So, aber zurück hier runter. Also die amerikanischen Einheiten müssen hier raus, das ist klar. Und die sind so weit weg, dass ich die, glaube ich, per Transport hier rausnehme. Kann ich die schon verstärken? Nein. Transport. Und sie könnten direkt irgendwo hinfahren, wenn da ein Hafen wäre, haben wir aber noch nicht. Ich werde sie trotzdem mal hier hinter die Träger legen. So. Und vielleicht einen Zerstörer hier zur Deckung ranbringen. Super Battleship, will ich das mal reparieren? Haben wir irgendwo hier einen Hafen, wo das überhaupt sinnvoll getan werden kann, oder muss das Ganze an die Ostküste wieder zurückgebracht werden? Na, zu wenig Supply. Und zurück mit dir.
Taktische Schlachtschiffe in Position. Hier haben wir schon gekämpft. Hier kommen wir noch nicht so richtig weiter. Ich werde tatsächlich aber hier einen Punkt rein investieren schon mal. Alles, was geht. Blamey. Blamey muss ja dann hier hin. Aber anlanden soll er bitte ganz alleine noch nicht. Wir warten noch auf die Kanga Force, auch wenn das lange dauern wird tatsächlich, bis die kommen, ne? So, First Marine Paratroopers. Wohin mit euch, Kindern? Plan war ja von Apari nach Taiwan zu springen und dann von Taiwan nach Okinawa, womöglich. Von daher lege ich sie jetzt mal hier hin. Ich weiß, das ist alles sehr riskant. Ich habe da kein... Oh! Ja, zum Beispiel wegen sowas. Ich habe keinen Geleitschutz. Und der Träger muss ja auch übrigens in den Hafen, ne? Vielleicht auch dringender als du. Ja, kommt da noch irgendjemand ran? Die Zerstörer, aber gegen den Hafen ist meistens schlecht. Immerhin erleiden sie keine Gegenschläge. Da müssen wir mal ausspionieren, was da los ist nächste Runde mit den Fliegern. Während ihr noch hier seid, bitte einmal verbessern. Zerstörer ist wieder einsatzbereit. Sind aktuell irgendwelche U-Boote unterwegs? Nein. Es sind die angeschlagen hier auf Reparatur und es sind die anderen hier auf den Philippinen. Das heißt, ich kann die Zerstörergruppe eigentlich jetzt hier mal mit hochziehen. Da kommen dann auch die britischen dazu, die müssen auch nächste Runde noch verbessert werden. Gut, dann machen wir weiter. Stoßen mit den Panzern auf Saigon vor. Minimalen Effekt nur erzielt. Was natürlich auch mit der Versorgungssituation insgesamt zusammenhängt. Ihr seid aber britische Tanks. Das heißt, das Hauptquartier hilft euch auf jeden Fall. Na guck mal, da war noch Luftabwehr. Ja, und hier durch Belagerung und Versorgungslage geht's voran, wenn auch langsam. Die halten sich echt hartnäckig, Wahnsinn. Aber damit sind sie jetzt zerstört. Damit ist Thailand komplett, oder Siam, oder wie auch immer man es zu dieser Zeit nennen möchte, komplett eingenommen. Die mittleren Bomber werde ich... Ja, wohin eigentlich? Das sind amerikanische. Wir müssten ja eigentlich hier irgendwie hin. Parke ich erstmal in Bangkok zwischen. Die Garnison kann das dann besetzen. Die britische Armee hier. Das ist sogar die erste. Also nicht die erste, sondern die erste. Ja, strategischen Bomber müssen sie hier zurückfallen lassen. Fallschirmjäger kommen hinterher. Allenthalben, das heißt aber auch, dass wir die Jäger theoretisch weiter nach vorne verlegen könnten. Die britischen Jäger mal nach Ubon. Mit den Marinebombern. Kommen die hier an bei dem U-Boot? Ja.
können wir es vielleicht versenken im Hafen von Medan. Kommt da die Man of Medan her wahrscheinlich? Taktischen Bomber. Greif mal ruhig die Feindbomber an hier. Kein Effekt, okay. Also natürlich Bereitschaft, dies, das. Die Einheiten müssen alle erstmal in eine bessere Versorgungslage gebracht werden. Garnisonen sind hier mehr oder weniger witzlos. Ich weiß echt nicht, was ich mit diesem Hauptquartier hier machen soll. Und mit den französischen Einheiten jetzt. Von wem nehmen die Punkte? Wissen wir das? Frankreich hat definitiv keine eigenen Punkte. Britische Punkte, oh mein Gott. Naja gut, ich werde es trotzdem mal machen. Vielleicht können wir sie irgendwie gescheit noch nach Japan nehmen oder so. Ich weiß nicht. Da gehen sie dahin, die britischen Punkte. Jo, die Briten bezahlen für alles, offenbar. Gut, hier nehmen wir uns mal die Zeit, Score zu verstärken. Hier priorisiere ich das Upgrade zuerst. Ja, schade, reicht wieder nicht. Gut, aber das ist eine ganz gute Situation hier. Die Bodentruppen brauchen jetzt noch eine Weile, bis sie hinterherkommen, um da zuzuschlagen. Hier unten sind sie schon dran. Das sollte sich also in ein, zwei Runden hier aufgelöst haben, die Situation. Schade, dass wir die U-Boote nicht haben versenken können. Und dann geht's weiter. Hier haben wir noch eine kommunistische Garnison. Die aber eigentlich auch, naja, mehr oder weniger unnötig ist. Wir könnten sie nach Shantou bringen oder so. Ja, warum auch nicht. Strategische Bomber hier. Könnten wir jetzt so verlegen, dass wir schon anfangen, Okinawa zum Beispiel zu bombardieren? Oder Nagasaki werden wir wahrscheinlich nicht ganz erreichen. Oder können wir hier die Long Range? Jawohl. Ach, die zählen als chinesische Einheiten, ne? Deswegen können die nicht mehr. Na gut, aber wir benutzen die Zeit. Wir haben hier keinen Druck. Auf jeden Fall die Upgrades mitnehmen. Warum kommen wir hier nicht raus? Weil der Hafen noch nicht bei 5 ist. Sonst könnten ja die Chinesen auch selber vielleicht Taiwan einnehmen. Da brauchen wir uns da gar nicht irgendwie lang mit aufhalten. Die Frage ist halt, von wo aus man dann Richtung Japan springt. Vielleicht Shanghai? So, die Artillerie rückt nach. Hier sollten wir jetzt eigentlich Nanjing einnehmen können, ja. Kein Effekt, schade. Kommt ihr noch zurück? Nee. Hier oben, Shuzhou. Ebenfalls genommen. Du die letzte noch genommen. Die 200. mechanisierten leichten Panzer. Ich denke, Einheiten mit viel Mobilität will man eigentlich ruhig hier oben haben. In der Mandschurei. Vielleicht können wir tatsächlich sogar hier bei Tianjin durchbrechen. Autsch. Nee, können wir nicht. Oh, schade.
Oh Gott, warte mal, die müssen erstmal verstärkt werden oder verbessert werden. Zu 4, Beijing. Wahnsinn, Wahnsinn. Geht's leider nicht sehr schnell voran, aber das ist okay. Also, ich meine, die ganzen Einheiten, die hier unten frei werden, die müssen ja auch irgendwo hin. Klar werde ich vorsichtshalber eine Art Küstensicherung hier zurückbehalten, aber da werden natürlich trotzdem weitere Einheiten frei. Vielleicht ein, zwei Einheiten nochmal ins Hinterland verlegen, um so wichtige Städte zu sichern, falls hier irgendwelche Aufstände oder sowas kommen. Weiß man ja immer nicht. Aber das wird es dann gewesen sein. Ja, kommt nicht mal dahin. Fallschirmjäger. Die amerikanischen Jäger kommen immer ein Stück nach vorne. Ach ja, die mittleren Bomber hatte ich jetzt noch nicht entschieden, wohin. Chennault zählt aber nicht als amerikanisches Hauptquartier, ne? So war das doch. Nun ja. Vielleicht sollte ich auch mal Licht anmachen, dann könnt ihr mich besser sehen, falls das für irgendjemanden relevant ist, weiß ich ja nicht. Gut, haben wir hier erledigt, haben wir hier erledigt, haben wir da erledigt. Wir wissen ein bisschen was, was in Japan los ist, bringt uns aber auch nichts. Die Sowjets können hier Artilleriewaffen verbessern. Bodenangriff verbessern. Und ich glaube, das war's. Das Hauptquartier Mobilität. Nee. Ah, entschuldigt. Aber das könnte ja schon mal hier runterkommen. Auf jeden Fall haben sich hier ein paar Produktionswerte verbessert, weil jetzt mehr Ressourcenpunkte hier hergelegt werden. Vielleicht gibt es auch nochmal eine Entscheidung, dass wir mit der UdSSR tatsächlich aktiv den Krieg erklären können. Frag mich, ob man eine Einheit hier rüberbringen sollte, ne? Kamtschatka. Oder ist das hier Kamtschatka? Warte mal. Das hier ist Kamtschatka, oder? Petra Plus. Ich glaube, das hier ist Kamtschatka. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Man korrigiere mich. Flotte haben wir gemacht. Gut, Punkte. Punkte, Punkte, Punkte. Die Briten haben nichts, die Amerikaner. Wie wär's denn nochmal mit? Weiß ich auch nicht, womit eigentlich. Mehr taktische Bomber vielleicht? Aber Naval wird jetzt überhaupt nicht mehr relevant sein. Leider kriege ich nicht alle Verbesserung rein, Februar 45, naja, es ist, lohnt sich nicht, ne? China vielleicht. Armee wird dann sicherlich nicht verbessert gehen, ne. November. Machen wir trotzdem, Mobilität kriegt er dann schon noch. Dann gehen wir nochmal kurz in die Forschung. Denn die Amerikaner könnten nochmal investieren. Ja, for the lols macht man nochmal Submarine Warfare. Zweiten Chip in Naval Construction. Und wo rein noch? Können wir überhaupt noch? Bis 3000 könnten wir schon noch. Advanced Tanks vielleicht noch beschleunigen. Haben wir noch 100. Haben wir hier Amphibious Warfare in zweiten Schritt rein. Da werden wir nochmal richtig Stoff geben. Ja, und das war
Das war jetzt nur ein einziger Zug, oder? Habe ich es jetzt irgendwie... Ich glaube, ja. Naja gut, es gab viel zu tun. Ich werde es dabei belassen für diese Folge. Und hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, wie es weitergeht. Wir sind auf einem guten Weg hier, die Philippinen zu befreien. Den Rest von Indochina zu befreien. Und auch auf dem chinesischen Festland haben die Japaner jetzt bald alle ihre Stützpunkte verloren. Sie halten sich hier unten noch in Pakhoi und in der Gegend von... Tja, haben sie überhaupt noch eine Stadt? Naja, Shanghai und hier bei Sumzhou und so weiter. Aber das meiste sind hier Unterstützungseinheiten, die keinen Widerstand so richtig leisten können. Und dann wendet sich unser Augenmerk sehr bald Richtung Mandschurei. Hier halten sie natürlich noch Beijing und Tianjin. Und Kaigan, wenn man das dazu zählen möchte. Aber dann stehen wir hier sehr bald an der Grenze zur Mandschurei und können von da aus in Richtung Inland hier vorstoßen und in Richtung Korea. Natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Moralziel, gerade gegen die Japaner ist. Und was auch eine gute Plattform bietet, um dann die Inseln anzugreifen. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt und wünsche euch wie immer alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Jan.